Sonntagmorgen, ich bin wach und es geht direkt an die Arbeit. Ihr wisst Bescheid, Sonntage sind bei uns, wenn die Woche produktiv verlief, immer etwas entspannter. Wir nehmen uns da bewusst so ein bisschen Zeit, dass wir so resetten können. Ihr wisst Bescheid, wir haben es in den vorherigen Vlogs schon erklärt, aber wir haben trotzdem immer so ein paar Kernaufgaben, die wir immer machen müssen, um halt unseren Progress auf jeden Fall aufrechtzuerhalten. So, das heißt, ich muss gleich einen FOP-Beitrag schreiben bis zum 24. Ich glaube, wir haben heute den 17. Das heißt, eine Woche lang muss ich das noch machen, jeden Tag. Und dann geht's ins Gym. Und das sind auch schon so die Hauptaufgaben, die heute anstehen. Und der Rest ist dann mit Familie noch Zeit verbringen. Max' Freundin fliegt heute Abend schon zurück. Aber meine Familie bleibt noch Montag, also quasi einen Tag länger. Und ab Dienstag haben wir wieder komplett Zeit, Vollgas zu geben. Ich weiß, es ist schwierig, vor allem in Deutschland, aber versucht mal mehr Sonnenlicht abzubekommen. Man merkt ehrlich, wenn man sich bewusst in die Sonne stellt und auch die Sonne wirklich tankt, so für eine halbe Stunde oder so, währenddessen kann man ja irgendwas machen, dass es einem besser geht, dass man so gefühlt wacher ist, die Laune ist besser. Also versucht wirklich, wenn ihr Sonne seht, auch die Zeit zu nutzen und das auf eurer Haut zu lassen. Es fühlt sich sehr, sehr gut an, kann ich nur empfehlen. Und die erste Mahlzeit des Tages ist natürlich clean, Kartoffeln mit Hack und diesmal mische ich noch ein bisschen Mais unter. Ich poste hier gerade einen Short, das ist ein TikTok, was wir damals gepostet haben und ich weiß noch, wie das eine Menge Leute auf TikTok getriggert hat. Generell, wir waren immer sehr polarisierend auf TikTok, aber das hat auch zum großen Teil dazu beigetragen, dass wir so viral gegangen sind immer. Also zum Beispiel, wir haben eine falsche Flagge genommen, als wir in Dubai waren, ich glaube, es war die Ghana-Flagge und die Leute haben in die Kommentare geschrieben, ja, guck mal, ihr habt wirklich die Schule abgebrochen, ihr seid so blöd, ihr habt die falsche Flagge genommen, das ist gar nicht die Dubai-Flagge und somit haben wir unendlich viele Kommentare getriggert. Und das hat wirklich dazu beigetragen, dass das Video auch viele Views bekommen hat. Also generell, wenn ihr TikToks macht, schaut, dass ihr irgendwo unauffällig ein paar Triggerpunkte mit einbaut, damit die Leute auch kommentieren, liken, das Video teilen und so weiter. Gestern hat mich ein alter Geschäftspartner und Kollege angeschrieben und wir haben uns ein bisschen überhalten, wie es so gerade läuft und so weiter, dass er sich zum Beispiel gerade auch einen TikTok-Account aufbaut und mich gefragt hat, wie wir es eigentlich geschafft haben, unseren TikTok-Account so schnell aufzubauen, von 0 auf 100, von 0 auf 180.000 Followern in 9 Monaten. Und da habe ich mal drüber nachgedacht, was hat eigentlich dazu verholfen, dass wir immer wieder viral gegangen sind. Und es gibt grundsätzlich drei Dinge, die man beachten muss. Und zwar ist der erste Punkt, was ich gerade schon ein bisschen angeschnitten habe, dass man polarisieren muss, dass man Leute auch triggern muss. Weil dieses ganze Engagement, diese ganzen Kommentare, diese Shares, diese Likes und so weiter, das führt einfach dazu, dass der Algorithmus merkt, TikTok merkt dann, hey, hier ist ein Video, das ist interessant, Leute interagieren damit, ich spiele das mal mehr Leuten aus. Und klar, polarisieren erfordert Mut. Und man wird sehr viel Hate kassieren. Wir haben auch sehr viel Hate kassiert. Aber dieser Hate hat uns groß gemacht. Und unter diesen Hatern waren auch immer sehr viele Leute, die das gefeiert haben, was wir gemacht haben. Zusammen durchziehen, zusammen Business machen, zusammen Sport machen, einfach besser werden. Und aus diesen Leuten hat sich dann unsere Community entwickelt. Die zweite Sache, die darüber entscheidet, ob ihr erfolgreich auf TikTok werdet oder nicht, ist eure Hook. Eure Hook muss on point sein, denn eure Hook wird darüber entscheiden, ob sich Leute eure Videos anschauen oder nicht. Wir sind drei Freunde, die die Schule abgebrochen haben, um gemeinsam Business zu machen. Das war unsere Hook, womit wir erfolgreich geworden sind, weil das viele Leute anspricht. Viele Leute gehen zur Schule in unserer Zielgruppe. Viele Leute hassen die Schule und die hören so, okay, die haben die Schule abgebrochen? Wie? Die haben die Schule abgebrochen. Ich will auch die Schule abbrechen. Ich mag die Schule nicht. Die machen Business? Interessant. Was für ein Business machen die? Und die gucken sich unsere Videos an. Schaut also, dass ihr eine Hook nimmt, die viele Leute anspricht. Wie zum Beispiel auch von dem Short, was ich gerade hochgeladen habe. 100.000 Euro zu verdienen ist so einfach, dass die meisten Menschen es gar nicht glauben. Und das ist eine interessante Hook. Die Leute wollen es wissen. Wie 100.000 Euro verdienen ist einfach. Ich will es wissen, wie die es gemacht haben. Und das dritte und wichtigste ist euer Content, der Inhalt von euren Videos. Der darf nicht langweilig sein. Ich sehe das so oft, dass Leute das falsch machen und einfach langweilige Sachen posten. Zum Beispiel, wenn ich in der Persönlichkeitsentwicklungsnische bin und jemand sagt mir, drei Büchertipps, die mir zu einem besseren Mindset verholfen haben. Es interessiert mich nicht. Es ist langweiliger Content. So, ich möchte auf TikTok etwas sehen, was mich unterhält, was mich vielleicht zum Lachen bringt, was ich noch nie vorher gesehen habe und was wirklich Dopamin in mir auslöst. Weil die Leute, die sind auf TikTok und deren Dopaminspeicher sind voll und die brauchen immer mehr, etwas immer Interessanteres. So, wir sind drei Freunde, die die Schule abgebrochen haben, um gemeinsam Business zu machen. Wer in unserem Alter macht das schon? Oder unser Auswandervideo hat auch 2 Millionen Views gemacht. Das ist auch was Interessantes. Wer in unserem Alter wandert schon aus? Wer macht schon diesen Schritt? Ihr müsst einfach Content bringen, den die Leute noch nie gesehen haben, wo die sich denken,
Hä? Das ist interessant. Das möchte ich mir jetzt unbedingt anschauen. Bevor ihr also Content macht, stellt euch immer diese eine Frage. Ist dieser Content wirklich etwas, was sich Leute gerne anschauen wollen? Freundin ist weg. Jetzt bin wieder voll durchgezogen. Wo geht's hin? Ins Gym natürlich. Heute mit Beinen für mich gefetzt. Für mich Rücken. Training ist durch, danach noch Cardio geballert, wie ihr gesehen habt, Beine komplett am Zittern, wie euer Workout. Intensiv, sehr intensiv. Geil. Und ab morgen könnt ihr euch wieder auf lange Vlogs freuen, weil dann wieder komplett gehustelt wird und durchgezogen wird. Sonntag ist vorbei. Und übrigens, ihr solltet alle den Kanal abonnieren. Warum? Weil morgen tatsächlich Folge 30 online kommt von Kia zum Supercar. Und dann werden wir ein Resümee machen. Wie viele Views haben wir gemacht? Wie viel Geld haben wir damit verdient? Also abonniert den Kanal und die Glocke, damit ihr das Video nicht verpasst. Jetzt gibt es noch zum Abendessen Wrap und schaut euch mal bitte an, wie geil das aussieht. Wieder 2 Tage, weil wir gestern nicht dazu gekommen sind. Oh, gewinnen wir diesmal die 5000 Euro? Das könnte sein. Das könnte sehr gut sein. Eine Krone. Kronen. Mit Geld wird Geld gemacht, sagt man. Okay, hier muss man. Einmal 5000 haben wir schon. Wie oft müssen wir? Dreimal, glaube ich. Ja, dreimal. 5 Euro. 2 Euro. Nein, 2 mal 5000. Nein, so knapp. Junge, Glücksspiel ist so gay. Das war's mit dem Video. Ihr könnt euch morgen endlich wieder auf richtige Hustle-Videos freuen, wo wir wieder richtig viel erledigen. Und ja, wir freuen uns selbst wieder drauf. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne den Kanal. Morgen übrigens zeigen wir euch, wie viele Follower wir generiert haben durch von Kia zum Supercar, wie viel Cash wir gemacht haben, wie viele Views, bla bla bla. Also schaut in der morgigen Folge vorbei.